Hallo liebe Gartenfreunde, hier ist Toni vom Garten mit Rendite. Geht's euch auch so, ihr habt keine Ahnung, was Sommerhimbeeren oder Herbsthimbeeren sind und ihr wisst auch nicht, wie man die Herbsthimbeeren oder die Sommerhimbeeren schneiden soll? Das werden wir jetzt mal in diesem Video aufklären. Also Film ab! Ja, als erstes kommen wir mal zu den Herbsthimbeeren. Wir haben jetzt September und die Herbsthimbeere hat jetzt ihren großen Auftritt. Man hat jede Menge Früchte, man kann im Prinzip ernten. Bis zum ersten Frost, es bilden sich immer wieder neue Früchte. Viele werden sich jetzt fragen, ja warum trägt denn die Herbsthimbeere so spät erst die Früchte und die Sommerhimbeere schon viel, viel früher? Das hat folgenden Grund. Bei der Herbsthimbeere muss erst die Rute wachsen, die dann auch im selben Jahr dann die Früchte trägt. Deswegen die späte Reife. Also wenn ihr im Frühjahr Herbsthimbeeren pflanzt, dann habt ihr auch schon im Herbst die erste Ernte. Also die Rute wächst und fruchtet im selben Jahr. Das macht ihr auch dann so lange, bis zum ersten Frost bilden sich immer wieder kleine Blüten und Früchte. Allerdings nimmt die Fruchtqualität dann spürbar ab, da ja die Tage auch kürzer werden und die Temperaturen auch abnehmen. Die späte Reife hat noch einen großen Vorteil. Wir haben hier keinen Befall von der Larve des Himbeerkäfers. Der Himbeerkäfer, der legt ja seine Eier an der Blüte der Sommerhimbeeren ab. Und dadurch hat man dann später einen Befall der Beeren von der Larve des Himbeerkäfers. Und das sind die natürlich dann ungenießbar. Bei der Herbsthimbeere haben wir den Befall nicht mehr. Dadurch, dass die Herbsthimbeere immer am selben Holz Früchte trägt, was neu wächst, da können wir alle Ruten einfach abschneiden. Das macht man entweder im Herbst nach der Ernte oder besser noch, um den Insekten Unterschlupf zu gewähren im Winter, da macht man das im zeitigen Frühjahr. Jetzt kommen wir hier mal zu den Sommerhimbeeren. Hier finden wir natürlich jetzt keine Früchte. Die werden wir erst im nächsten Jahr sehen, denn bei der Sommerhimbeere, da wächst ein Jahr die Rute und erst im kommenden Jahr hat diese Rute dann die Früchte. Dadurch, dass nächstes Jahr dann schon die Rute vorhanden ist, ist die Reifezeit natürlich dann deutlich früher und findet schon im Sommer statt, weil ja die Rute schon fertig gewachsen ist dieses Jahr und im nächsten Jahr dann ganz zeitig schon Früchte bekommen kann. Also ich habe hier den Vorteil der zeitigen Ernte und das Aroma ist noch ein bisschen besser, da hier der Sonnenstand im Sommer ja noch deutlich höher ist. Ich habe aber auch Nachteile. Ich muss zum Beispiel die Rute über den Winter bekommen, die darf nicht zurückfrieren. Es gibt auch diverse andere Rutenkrankheiten bei den Sommerhimbeeren, was dann auch wieder die Ernte deutlich dezimieren kann. Und wie bereits erwähnt, der Himbeerkäfer kann hier auch noch zuschlagen. Beim Schnitt, da muss man natürlich ein bisschen Obacht geben. Ich habe ja jetzt zwei Ruten. Eine Rute vom letzten Jahr, die die Früchte trägt. Und es wächst gleichzeitig eine neue Rute, die dann nächstes Jahr die Früchte trägt. Man muss praktisch Obacht geben, dass man die Ruten, die abgetragen sind, die die Früchte hatten, diese schneidet man dann ab. Und die neuen, wo noch keine Früchte dran sind, die tragen praktisch im nächsten Jahr. Das Prinzip der Sommerhimbeeren, dass ein Jahr die Rute wächst und im folgenden Jahr die Früchte daran wachsen, das hat man zum Beispiel bei der schwarzen Himbeere, da habe ich euch schon mal ein Video gemacht, das kann ich euch unten nochmal verlinken. Also ein Jahr wächst die Rute und im folgenden Jahr trägt sie die Früchte. Ähnlich ist es bei der Brombeere, hier wächst auch ein Jahr die Rute und diese hat im nächsten Jahr dann die Früchte. Also man darf beim Schnitt dann nicht durcheinander kommen, da beide Ruten gleichzeitig dann wachsen. Hier bei der japanischen Weinbeere ist genau dasselbe, ein Jahr wächst die Rute, im Folgejahr die Frucht. Und bei der Thaibeere ganz genauso, ein Jahr wächst die Rute und im folgenden Jahr hat diese Rute dann die Früchte. Also beim Schneiden nicht durcheinander kommen, da ja beide Ruten immer gleichzeitig am Strauch zu finden sind. Ihr merkt schon, die Herbsthimbeeren, die sind ein bisschen eigen, die heben sich so von den anderen Beerenarten ein bisschen ab, denn nur die Herbsthimbeere fruchtet am neu gewachsenen Holz im selben Jahr noch. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ein paar Infos rüberbringen. Wenn nicht, dann schreibt eure Fragen in die Kommentare. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.